20.45 Uhr. Und jetzt zum Jubiläum der Tagesschau eine Sendung live aus dem Studio B des Norddeutschen Rundfunks, hier gleich nebenan. Vielen Dank, Karl-Heinz Köpke. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Abendprogramm der ARD. Und bevor es hier bei uns im Studio B des Norddeutschen Rundfunk live mit unseren Gästen richtig losgeht, zunächst einmal ein Blick auf die weiteren Sendungen des heutigen Abends. Gegen 21 Uhr zeigen wir in der Sendereihe 100 Meisterwerke das Gemälde Die Badenden von Paul Cézanne, gesehen von Anita Brockner. Gegen 21.10 Uhr dann unser Fernsehspiel Der Konsul. Es spielt unmittelbar vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Polen. Gegen 22.45 Uhr sehen Sie dann die nächste Ausgabe der Tagesschau und um 22.50 Uhr etwa folgt das Musikmagazin Notenschlüssel. Die Tagesschau-Spätausgabe gegen 23.35 Uhr beendet dann unser Programm. Apropos Tagesschau, was bedeutet für Sie eigentlich die Tagesschau? Die Tagesschau ist wunderbar. Ich habe bloß keine Zeit zum Fernsehen. So, hier, ich muss immer hier arbeiten, immer drücken. Es lässt sich leben mit der Jubilarin, seriös, bedächtig und distanziert, wie sie ist, die Bildschirm-Times der Bundesrepublik. Und vor allen Dingen wird sie ausgezeichnet gesprochen. Tagesschau ist für mich vergleichbar mit dem Auge Gottes. Dass ich all die Blödsinn in der ganzen Welt wieder sehe. Schon die 10.000. Sendung, da muss ich ja mindestens 9.800 verpasst haben. So, die meinen Sie, Tagesschau. Bisschen Berichterstattung, wa? Na, abends gucken wir denn die Tagesschau, oder? Eigentlich sehe ich mir immer heute an. Das ist die ZDF. Zweiten Programm, 19 Uhr Tagesschau. Für uns im ZDF ist die Tagesschau eine tägliche Konkurrenz und Herausforderung für unsere eigenen aktuellen Sendungen. Ich schätze besonders die gestraffte Darstellung. Ich würde sagen, dass die Tagesschau wieder auf einem guten Wege ist. Tägliche wichtige Information, täglicher Ärger, häufig noch übertroffen oder gelegentlich noch übertroffen durch die Tagesthemen. Wann immer es aufregend wird, dann muss ich unbedingt die Tagesschau sehen. Es ist etwas, was man jeden Tag anguckt und was dazugehört. Es ist eigentlich das Beste mit so einem Tag. Die Tagesschau müssen wir sehen. Ganz klar. Für die nächsten 10.000 wünsche ich den Herrn eine gewisse Krawattenlosigkeit und eine gewisse Legerität. Schaut es halt manchmal Österreich an. Gäbe es die Tagesschau nicht, ich würde wahrscheinlich nie Fernsehen. Sie soll ein voller lebendiger Baum sein und kein redigierter Telefonmast. Für mich ist die Tagesschau nach der Sportschau das Allerwichtigste. Kommt in der Bedeutung gleich nach Buten und Binnen. Mal ist es ein Wahlergebnis und mal ist es der Wetterbericht. Nachrichten und Agenturen, mehr nicht. Die Tagesschau, meinen Sie um 7 oder um 8? So, hier, ich muss immer hier arbeiten, immer drücken. Hier, von 10 Uhr, raus von der Ware, 10 Mark. Die Tagesschau ist gut, die soll so bleiben, wie sie ist. Aus den Antworten, meine Damen und Herren, haben Sie gesehen, die Tagesschau ist nicht nur eine Fernsehsendung, sie ist beinahe eine nationale Einrichtung, aber ganz sicher ein Markenzeichen der ARD. 10.000 Mal haben Redakteure, Mischer, Filmleute, Cutterinnen und Sprecher und Sprecherinnen und nicht zu vergessen die Korrespondenten diese Sendung für Sie bereitet und Ihnen um 20 Uhr in der Hauptausgabe gezeigt, dass sich die Welt noch dreht, dass sie rund und bunt ist. Die Damen und Herren, die Sie hier im Studio sehen, die Gesichter, Sie kennen sie alle, aber wissen Sie, dass Sie sie aus der Tagesschau kennen? Da sind Peter von Zahn und Thilo Koch, die Männer, die Amerika den Deutschen nahebrachten. Da ist Charlie Weiss, weiß Gott, wo der sich überall rumgetrieben hat. Heute ist er unser Mr. Europa und sitzt in Brüssel. Und dort sind unsere Gesichter aus Asien. Hans-Walter Berg, den wir nur den Maharaja nennen, und Winfried Scharlau, der lieber in Singapur schwitzt, als in Hamburg zu bibbern. Und da ist der Hausherr NDR-Intendant Friedrich Wilhelm Reuker, der heute väterlich schützend seine Hände über uns bereitet. Nicht weit von ihm Rolf Seelmann-Eggebert, sein
Programmdirektor Fernsehen, früher unser Mann in London. Er sieht auch heute noch so britisch aus, dass wir immer versucht sind, ihn Sir Rolf zu rufen. Ein Gruß auch an Karl-Heinz Rudolf vom ZDF, dem Chef von Heute und Heute-Journal, der Konkurrenz. Und Sie wissen, meine Damen und Herren, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und da ist einer, der uns untreu wurde und ganz große Karriere machte. Jetzt ist er Ex-Regierungssprecher. Klaus Bölling, vielleicht hat er Sehnsucht nach der ARD. Und da ist Lothar Löwe, ein rasender Reporter, Tagesschau Hans Dampf in allen Gassen von Washington bis Moskau über Ost-Berlin und die DDR. Heute macht er keine Sendung mehr. Heute muss er sie nur noch verantworten als Intendant des Senders Freies Berlin. Alle diese Kollegen, meine Damen und Herren, bemühten sich und bemühen sich um ihre Information. Wie eine Tagesschau entsteht, zeigen wir Ihnen einmal im Film. Ich habe Ihnen schon mehr gesagt, als ich eigentlich sagen sollte, denn mir war aufgetragen worden, nur diese ersten 7 Zeilen zu Ihnen mitzuteilen. Treu und redlich gibt der Regierungssprecher Auskunft, nicht immer so wortkarg wie an diesem Tag. Für die Tagesschau und die Weltpresse Informationen aus erster Hand. Jeder weiß zwar, dass das hier Verlautbarte aufbereitet ist, dennoch eine wichtige Nachrichtenquelle. Doch weil niemand überall zugleich sein kann, geht es nicht ohne Vermittler. Viele hundert Meter lang sind die Papierrollen, die jeden Tag beschrieben mit fast 2000 Meldungen aus den Fernschreibern von 7 Nachrichtenagenturen ausgespuckt werden. Die Zentralredaktion in Hamburg muss diesen Stoff, der allein schon ein Buch füllen könnte, auf seine Wichtigkeit prüfen, sortieren und auswählen. Dass die DDR zwar über den Strauß-Besuch ausführlich berichtet hat, und zwar an prominenter Stelle, aber über den Kredit... Dazu kommen Korrespondenten im In- und Ausland, die ihre Nachrichten und Hintergrundkenntnisse nach Hamburg übermitteln. Alle Sender der ARD haben in ihren Zentralen und in vielen Ländern der Welt Studios eingerichtet, Büros, die auch und oft vorwiegend für die Tagesschau arbeiten. Von Paris bis Washington, von London bis Singapur reicht das Netz der ARD-eigenen Informanten. Undenkbar ist eine Tagesschau-Sendung ohne jene Reportagen, die Korrespondenten vor Ort, ob zu Hause oder in der Ferne, aus eigener Anschauung produziert haben. Unvollständig wäre auch die Tagesschau ohne die Zusammenarbeit mit Fernsehstationen in aller Welt. Sie liefern über das Eurovisionsnetz oder über Satelliten Filmmaterial aus allen Erdteilen, das in Hamburg bearbeitet wird. So kommt Material für mehrere Stunden Sendezeit zusammen. Da die 20 Uhr Tagesschau aber nur 14 Sendeminuten hat, bedarf es der Auswahl und Einordnung. Die Journalisten in der Planungsredaktion haben die oft undankbare Aufgabe, zwischen den Angeboten der Korrespondenten und den Möglichkeiten der Zentralredaktion zu vermitteln. Ich habe hier das Programm liegen, die sind knüppeldicke voll. Ja. Entschieden wird in den Redaktionskonferenzen. Redlich wollen die Mitarbeiter ein möglichst treues Abbild des Tagesgeschehens liefern. Umfassend und doch knapp, auf das Wesentliche beschränkt und doch ausgewogen. 8 Minuten Filmberichte und 6 Minuten Wortnachrichten sind hier zu vergeben. Wer will da angesichts des vorliegenden Materials behaupten, er täte nicht irgendjemandem Unrecht? Acht Schreibmaschinen zeilen zur Darstellung eines Ereignisses mit Anlass, Hintergrund und Folgen. Da braucht ein Redakteur viel Erfahrung, Wissen und Routine. Denn schon kommt der Sprecher und will sich in die ersten Manuskripte einlesen. Und bis zum Schluss neue Meldungen, neu entscheiden. Mehr streichen als senden. So, die Matz läuft. Vielen Dank. Und die ersten beiden, ne, von TDR. Streichen, wegwerfen, löschen. Das gilt auch in der Aufzeichnungszentrale. Die bewegten Bilder aus aller Welt werden auf Magnetband gespeichert und neu zusammengestellt. Für die Tagesschau heißt das, aus 90 Minuten Angebot mach 8 Minuten Sendebeiträge. Wenn das Sendeband mit dem Tagesschau-Titel am Anfang vorbereitet wird, ist es immer das Gleiche. Was rechts auf der großen Spule ankam, muss so gekürzt werden, dass es links auf der kleinen Spule Platz findet. Für jede Minute, die auf Sendung geht, verschwinden 10 Minuten Rohmaterial in der Löschmaschine.
Nicht anders in den Räumen der Filmcutter. Hier ist das Verhältnis zwischen fertigen Berichten und weggeworfenen Resten häufig noch krasser. Darüber, was wichtig ist und was nicht, wird in der Redaktion Tag für Tag oft leidenschaftlich gestritten. Dagegen sind die täglich neuen Überlegungen, wie eine Meldung optisch aufbereitet werden sollte, damit sie möglichst schnell verstanden wird, vergleichsweise unproblematisch. Zwischen Redaktion und Grafik bedarf es nach jahrelanger Zusammenarbeit meist nur weniger Worte. Wäre auch eine ganz entscheidende Phase und am Krisenstab. Wir müssen viele Worte, Streit um Sekunden, gemeinsames Abwägen von Gewicht und Stellenwert der Meldungen und Filme, das geht allerdings bis zum Gongschlag um 20 Uhr. Schließlich mussten wieder Meldungen oder Berichte geopfert werden, die am Nachmittag noch als zwingend galten. Aber die sind wirklich nicht zwingend. Und keine Sendung ohne anschließende Diskussion. Hat die Redaktion das Weltgeschehen so geschildert, wie es wirklich war? Viele Köpfe, viele Meinungen. Da kann man streiten. Nur nicht streiten wollen die Tagesschau-Mitarbeiter über die Pflicht aller Journalisten. Sie wollen informieren, nach bestem Wissen und Gewissen. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Dass es in der Tagesschau-Redaktion auch Streit gibt, ist der Öffentlichkeit, meine Damen und Herren, sattsam bekannt. Hier am Tisch begrüße ich nun einen der heftigsten Kritiker von außen, Helmut Markwort, Chefredakteur einer großen Rundfunkzeitschrift. Sie haben gerade in den letzten Tagen mit heftigen Angriffen und krassen Vokabeln für die Tagesschau nicht gespart. Was haben Sie an ihr auszusetzen, Herr Markwart? Komm, ringfrei, hier gegenüber sitzt Ihnen die Mannschaft. Zunächst muss ich mal sagen, dass eine besonders raffinierte Form der Rache ist, einen Kritiker zur Geburtstagsfeier einzuladen. Alle haben ein Glas vor sich und ich soll jetzt den Wermut da rein tun. Das ist bei einer Jubelfeier sicher nicht so leicht, aber ich will mir trotzdem Mühe geben, weil ich das glaube, was ich geschrieben habe. Und ich möchte vorweg sagen, ich bin ein Anhänger des engagierten Journalismus, unbedingt. Ich halte mich auch selber für einen engagierten Journalisten. Ich melde aber Zweifel an, wenn dieser engagierte Journalismus, der Versuch, Meinung zu machen, durch Meldung, durch Bilder Meinung durchzusetzen, in dieser Tagesschau verstärkt vorgenommen wird, weil doch sehr viele Leute diese 12 Meldungen, die da pro Tag kommen, für das A und O, für das Abbild des Tages halten und vielleicht Herrn Köpke sogar für den Regierungssprecher. Und deswegen wird das dermaßen ernst genommen, dass ich Bedenken angemeldet habe, dass der Kampf, die Streitigkeiten, die in der Tagesschau stattfinden, dass die auf dem Rücken des Publikums ausgetragen werden und dass, ich sag mal nur ein Beispiel, dass sehr viele Demonstrationen gezeigt werden, die ganz klein sind, die in fast allen Zeitungen, ich könnte auch ein Beispiel nennen, wenn es gewünscht wird, in fast allen Tageszeitungen überhaupt nicht vorkommen. In heute vom ZDF auch nicht, aber gleich zweimal in dieser Redaktion. Das halte ich für eine Auswahl, die ich bedenklich finde. Herr Markwort, ich will Ihnen da nicht zu nahe treten, aber im Grunde genommen sind das pauschale Vorwürfe. Ich glaube, wir sollten die heutige Sendung nehmen. Sie haben sie vorhin gesehen. Was haben Sie konkret an der heutigen Sendung auszusetzen? Da haben Sie natürlich eine schöne Jubiläumssendung gebaut. Aber wir haben sie nicht manipuliert, sondern wir haben das Tagesgeschehen registriert. Ja gut, mir ist trotzdem was aufgefallen. Ich habe auch darüber geschrieben, jetzt muss ich halt doch wieder auf diesen leidigen Fall zurückkommen. Ich habe vor ein paar Tagen im Gong kritisiert, dass der Blutangriff, oder wie immer man das nennen will, des Herrn Schwalbe-Hotha im Landtag von Hessen in der Tagesschau um 20 Uhr mit keinem Wort erwähnt worden ist. Das halte ich für eine schwere Sünde, für einen schweren Fehler. Heute gab es in allen politischen Meldungen zwischen der Redaktion, zwischen der Sendung heute im ZDF und der Tagesschau um 20 Uhr nur einen Unterschied. Es ist nicht erwähnt worden in der Tagesschau, dass der Bundeshauptausschuss der Grünen heute erklärt hat, dieser Blutangriff wird von den Grünen für nicht gewaltfrei gehalten. Das halte ich für die Position der Grünen im Streit um Gewalt für eine ganz wesentliche Selbstaussage und Selbstdarstellung. Herr Dresewski, Sie sind in der Planung der Tagesschau. Sie haben einen konkreten Vortrag und was sagen Sie zu den generellen Vorwürfen? Zunächst einmal, Sie haben uns unterstellt, wir wollten Meinung machen mit der Tagesschau. Das ist schon mal ein Kardinalfehler. Was wir machen wollen, ist, den Zuschauer über die wichtigsten Tagesereignisse zu informieren. Und das so sachlich, so objektiv, so fair wie möglich. Und Ihre Vorwürfe, die Sie im Gong und in der Welt am Sonntag gemacht haben, finde ich nun gerade sehr subjektiv und sehr unfair. Wie geschieht denn bei Ihnen die Auswahl? Es ist ja ganz einfach so, wenn wir auf den Fall mit dem Blut zurückkommen. Es war letzten Endes meine Entscheidung. Und für mich stand um 8 Uhr, ich wusste ja nicht, dass das ZDF diesen ganz fabelhaften Film hatte.
Für mich stand das fest, das ist eine Sache, die für die Medien gemacht ist. Da will sich jemand interessant machen. Und zwar auf eine höchst rüpelhafte Weise. Ich halte es nach wie vor für eine Rüpelei und nicht für eine Gefährdung der deutsch-amerikanischen Freundschaft, wenn irgendein Grüner von irgendwo herkommt und irgendwas Rotes schmeißt. Und das war die Überlegung. Dann hatte das ZDF diesen Film und in dem Augenblick war es natürlich eine ungeheure Nachricht und vor allen Dingen eine Möglichkeit für die Politiker in einem Maße einzusteigen, wie es sich ja die nächsten Tage gezeigt hat. Und von daher war meine Entscheidung, es um 8 Uhr nicht zu machen, natürlich falsch. Andererseits ist natürlich behauptet, Herr Marquardt, die großen Zeitungen seien alle auf Seite 1 darauf eingegangen und die Tagesschau ist ja Seite 1. Mit Ausnahme der Frankfurter Rundschau ist keine große Zeitung auf Seite 1 darauf eingegangen. Also nur, ja, also nur um mal ganz klar zu sagen, verschiedene Zeitungen gelesen. Ja, also haben, nicht die Welt, nicht die, doch, nicht die FAZ und nicht ich die Süddeutsche. Ich möchte zu dem Punkt was sagen. Ja, man ist doch im Verhältnis 1 zu 5 hier sitzen, das ist sicher für eine Jubiläumsfeier angemessen, aber ich möchte auch im Verhältnis 2 zu 5 dann Redezeit haben. Ich finde, dass es ein signifikanter Unterschied ist zur Darstellung von Politikern, ob sie einen landgewählten parlamentarischen grünen Abgeordneten einer solchen Szene weglassen, oder ob sie irgendwelche Leute, die in der Gegend von Marburg Grüne einen Weg blockieren, was sonst nirgendwo war, herausstellen. Und war außerordentlich positiv. Das sind Gewichtungen, die ganz außerordentliche Stimmungen auslösen in der Bevölkerung. Und das geht direkt an ihr Verantwortungsbewusstsein. Also, was die Grünen angeht, kann man, ob dieser Fall mit Marburg, ob wir es positiv dargestellt haben, das lässt sich nun. Wir haben es als signifikant für eine bestimmte Situation in Deutschland dargestellt. Aber dass wir damit pro-grüne Stellung genommen haben, also das kann man also wirklich aus keinem Wort des Textes hervorlegen. Nein, nein, wir haben jetzt aber genug über diesen Einzelfall geredet. Okay. Ich würde Sie noch mal fragen, wenn das war der konkrete Anlass im Raum. Ich sollte ja konkret werden. Ja, immer nur zu. Nach dem konkreten, hier sind Vorwürfe überhaupt für die Planungsarbeit, gegen die Planungsarbeit erhoben worden. Wie geschieht denn die Nachrichtenauswahl? Wie kommt es zu den Meldungen, die heute drin sind? Wie kommt es zu dem Unterschied, dass heute eine Meldung nicht hatte, zum Beispiel? Das war ja eine Selektion, die in der Wortabteilung heute vorgenommen wurde. Das hat mit der Planung eigentlich sehr, sehr wenig zu tun. Ja, die Planung ist sozusagen die Logistik der Tagesschau. Wir sind die Zentralstelle, die zentrale Anlaufstelle für die Reporter und die Korrespondenten. Und wenn man es salopp ausdrücken will, kaufen wir die Zutaten ein und die Redaktion, die macht daraus einen Kuchen, mal mit weniger, mal mit mehr Rosinen. Also wir in der Planung haben eine gewisse Vorentscheidung. Die redaktionelle Entscheidung liegt in der Redaktion. Die Schwierigkeit zwischen Planung und der Redaktion liegt daran, dass die Planung alles für Rosinen hält, was sie liefert. Und da haben wir natürlich gelegentlich Mühe. Sie sehen, der Chef, was sagt der Chef? Diese Diskussion, die wir hier am Tisch führen, und Herr Marquardt ist gerne eingeladen, jeden Tag an unseren Diskussionen teilzunehmen, die haben wir natürlich täglich in unseren Redaktionskonferenzen. Die haben wir, bevor wir die Sendung machen, und die haben wir am Tag später und nach der Sendung unmittelbar. Dieselben Diskussionen finden bei uns statt, und es gibt viel Kritik. Es ist nicht so, dass wir alles, was wir machen, nur gut finden. Wir können auch differenzieren. Aber ich glaube, insgesamt gesehen ist das Ergebnis doch erträglich zumindest. Oder haben Sie? Ich habe das ist mein Eindruck, ich bin ein Fan der Tagesschau und bin kritischer geworden in den letzten Jahren. Mein Eindruck ist, dass die Glaubwürdigkeit der Tagesschau nachgelassen hat im Laufe der letzten Zeit. Und ich finde, dass daran gearbeitet werden muss. Es gibt ja auch Leute, die offen, Tagesschau-Redakteure, die offen nach außen sagen, dass sie die Welt verändern wollen, und mit Hilfe der Nachrichtenauswahl kann man natürlich die Welt ändern. Das Thema Demonstrationen. Wenn Sie eine Demonstration... Moment, Vorsicht. Ich möchte es gerne sagen. Das ist doch ein ganz entscheidender Punkt. Sie können über eine Demonstration, mal um drei Extreme zu nennen, entweder Sie können gar nicht berichten, weil Sie sie nicht für so wichtig halten. Sie können einen Polizisten zeigen, der auf einen Demonstranten draufknüppelt. Und Sie können einen Demonstranten zeigen, der auf einen Polizisten losgeht. Jedes Bild, und das ist das entscheidende Unterschied zur Wortnachricht, wird im Publikum Stimmung auslösen. Und die Stimmung kann man absichtlich auslösen oder unabsichtlich. Da können doch die vielen Experten nicht pfeifen, das ist doch ihr tägliches Handwerk, mit Bildern Stimmungen auszulösen. So, nun haben Sie aber bestimmt 2/5 der Zeit, meine Herren. Das war ein harter Hammer. Also, soweit es um Bilder angeht, bin ich nicht unmittelbar angesprochen. Aber rein theoretisch hat Herr Marquardt natürlich erst einmal recht. Und selbstverständlich kann man Stimmungen auslösen. Nur die Auswahl der Bilder muss für das Ereignis signifikant sein. Und darüber, was signifikant ist, kann man natürlich letzten Endes immer streiten. Ob, sagen wir mal, wenn am Rande eines großen Ereignisses etwas Ungewöhnliches, Rammstein fällt mir gerade dabei ein, etwas Ungewöhnliches passiert, und gleich, also ist ja ein heißes Thema im Moment, etwas Ungewöhnliches passiert, dann kann das signifikant für die Stimmung im Lande sein, und die vielen Hunderte, es waren ja Hunderttausende, die ganz friedlich die fliegenden Flugzeuge sahen, haben das vielleicht gar nicht mitgekriegt. Aber das ist das,
was jeden Tag passiert. Der Zug, der pünktlich am Bahnhof ankommt, ist überhaupt kein Ereignis. Aber das hat der Reporter ganz ausdrücklich gut herausgestellt. Aber in dem Moment, wo er stecken bleibt, das Ereignis. Dass das Ereignis umgedreht wurde. Durch das Verhalten der Amerikaner gegen diese friedlich geplante Demonstration. Also, Herr Engelkes, Sie sind der künftige Planungschef und zweiter Mann in der... Herr Marquardt, würden Sie nicht zugeben, dass in einer Zeit, wo Themen im Vordergrund stehen, die alle angehen, die alle interessieren, Frieden, Sicherheit und so weiter, auch der Zuschauer mit einem gewissen Vorurteil bestimmte Berichte sieht, weil er sie durch seine eigene politische Brille sieht und dadurch geneigt ist, weil sie ihm nicht gefallen, weil sie etwas darstellen, was er nicht glaubt, nicht versteht, übermäßig zu kritisieren? Ich glaube eben, dass die Zuschauer nicht so sehr kritisieren, weil sie die Tagesschau, wie gesagt, für fast offiziös halten. Ich möchte eigentlich mit meinem Beitrag hier die Mündigkeit der Zuschauer wecken, dass sie sagen, das sind auch nur Leute, die wählen aus Hunderten von Meldungen, wie wir ja gesehen haben, nur 12 aus. Mehr geht nicht rein. Das ist eine Drittel Süddeutsche Zeitung. Ich habe es mal nachgezählt. Mehr geht nicht rein. Das ist eine subjektive Auswahl, weil objektiv können wir ja alle nicht sein in unserem Geschäft. Und da, wenn wir das erreichen, dass die Leute sagen, Vorsicht, das ist auch nur ein Abbild des Tages und in den Zeitungen sieht es anders aus, dann ist doch viel gewonnen. Ich muss hier leider Schluss machen, weil die Zeit schon wieder fast vorbei ist. Weitermachen höre ich da gerade. Meine Damen und Herren, Sie sehen daran, wie hitzig man auch darüber hier streiten kann. Herr Engelkes, eine Frage. Sie kommen am 1. Oktober als zweiter Mann, ich sagte es eben, mit Ihrer Wahl gab es Interviews oder Meldungen aus Ihrem Munde, dass es dann keine Sprecher mehr gäbe. Was ist daran wahr? Noch viel schlimmer, man hat sogar gesagt, ich würde die Tagesschau schlachten. Lassen Sie mich dazu Folgendes sagen. Bei jedem Produkt, das eine große Perfektion erreicht hat und einen großen Erfolg hat, muss man rechtzeitig beginnen, darüber nachzudenken, wie wird das Nachfolgemodell aussehen. Das gilt für Autos genauso wie für die Tagesschau. Und dieser Meinung sind offensichtlich auch die Intendanten der ARD, denn sie haben Ende Juni offiziell beschlossen und auch verkündet, dass ab 1. Oktober 83 darüber nachgedacht werden soll, wie ab 1. Oktober 85, das heißt also in gut zwei Jahren, die Nachrichtengebung der ARD einmal aussehen könnte. Punkt. Darf ich noch mal hinzufügen? Das ist beschlossen. Wie das nun aussehen wird, davor gibt es eine Kommission, davor gibt es die Chefredakteure, die Direktoren und die Intendanten wiederum. Es gibt Modelle. Wie das aussehen wird, weiß heute noch niemand. Ich glaube, es gibt eine große Diskussion darüber. Also, meine Damen und Herren, wir gewöhnen uns immer so schnell an bestehende Formen, aber bei diesem Thema fällt mir ein, dass die Tagesschau sich auch in ihrer über 30-jährigen Geschichte verändert hat. Erinnern Sie sich noch? Fernsehermodell 1952, Kosten mehr als 1000 D-Mark. Kurz nach der Währungsreform für die meisten eine unerschwingliche Summe. Der damalige Bundespräsident Heuss nannte seinen Apparat ein verführerisches Ungetüm, das er strikt aus seinem Wohnzimmer verbannte. Für 5 D-Mark Gebühr im Monat konnten sich die wenigen zukunftsgläubigen Apparatbesitzer ein kleines Fenster zur Welt öffnen. Dafür sorgte die Tagesschau, die vom zweiten Weihnachtstag 1952 an aus aller Welt berichtete. Erster Tagesschau-Filmbeitrag: Washington begrüßt Dwight D. Eisenhower, der als 34. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde. Modenschau in Florida. Das trägt man am Jahresende 52 zum Cocktail und am Abend. Die ersten Tagesschau-Mitarbeiter stellten ihre Sendungen noch mit Material aus Kinowochenschauen zusammen, in 2 angemieteten Kellerräumen. Gesendet wurde aus einem Bunker. Das Rohmaterial, das die Neue Deutsche Wochenschau lieferte, wurde von den Mitarbeitern selbst geschnitten, vertont und getextet. 3-mal die Woche erschien die Tagesschau am Anfang. Montags, mittwochs, freitags. Von nun an gab es kein Großereignis mehr ohne die Tagesschau. Bundeskanzler Adenauer, Anfang 1953, bei der Rückkehr aus Washington. Einst noch mit Staunen begrüßt, das Fernsehen ist da. Der Fernsehsender. Morgen gesendet. Ein halbes Jahr später, die Tagesschau dabei bei einem der größten internationalen Ereignisse des Jahres. Krönung Elisabeths II. In London.
Für die Besitzer der inzwischen auf knapp 6000 angewachsenen Fernsehgemeinde ein beinahe unfassbares Erlebnis. Die Queen in deutschen Wohnzimmern. Doch nicht nur Ereignisse der großen weiten Welt kamen in bundesdeutsche Wohnzimmer. Fernsehen in eigener Sache. Die Zuschauer sollen vom Schwarzsehen abgeschreckt werden. Ein Tagesschau-Beitrag 1955. Zehn Jahre nach dem Startschuss beginnt eine neue Fernsehära. Man ist inzwischen in die Fernsehstudios nach Hamburg-Lockstedt umgezogen. Im Tagesschau-Studio werden ferngesteuerte Kameras in Betrieb genommen. Man sendet täglich, auch sonntags. Nachdem 1967 in der Bundesrepublik das Farbfernsehen startete, beginnt auch für die Tagesschau ein neuer Abschnitt. Frühjahr 1970, erste Farbsendung im neuen, technisch fast perfekten Studio. Die Farbe, so hoffte man, werde den Nachrichtensendungen eine größere Anziehungskraft geben. Die Tagesschau populär und beliebt, schließlich auch für Trophäen gut. 1974 erhielt der damalige Chefredakteur Hartwig von Mouillard stellvertretend für die Mitarbeiter eine beliebte deutsche Fernsehauszeichnung. 17 Jahre vorher zeichnete die Tagesschau ihrerseits einen Zuschauer aus. Der millionste Fernsehteilnehmer durfte die Tagesschau-Räume besichtigen und wurde nach seinen Erlebnissen befragt. Nun, Herr Lekes, wenn Sie nach Hause zurückkommen zu Ihren Freunden und Bekannten, können Sie dann etwas erzählen, wie so eine Fernsehsendung zustande kommt? Sie haben nun hinter die Fernsehkulissen geguckt, ist da was von hängen geblieben? Ja, etwas, also viel Lampen, viel Draht, viel Kabel und viel, viel Arbeit. Ja, alle Leute reden immer von der 10.000. Tagesschau. Es ist die 10.000. 20-Uhr-Ausgabe. Tagesschauen gibt es schon 47.000 und hier bei mir am Tisch die Leute, die Sie sehen, wenn die Tagesschau läuft und die Leute, die Sie hören. Aber bevor wir mit den Sprecherinnen und Sprechern hier ein bisschen reden wollen, der Vater der Tagesschau, Sie haben sich eben beschwert, dass Sie es nicht sind. Aber der Erfinder sind Sie, Herr Swoboda. Der Erfinder mit Anführungsstrichen. Wie sah das denn damals aus, als Sie die Tagesschau machten? Fürchterlich. Es war absolut nichts da. Und die Technik befand sich in einem schlechten Zustand, sie konnten nichts dafür, wir hatten kein Geld, konnte nicht gekauft werden. Und da sagte mir der Hans Farnburg, der Oberspielleiter, gehen Sie mal rüber zur Wochenschau, da ist alles da. Das war die Übertreibung des Jahrhunderts. Ja. Es war absolut nichts da, es war kein Titel da, es waren keine Blenden da, es waren keine Erfahrungen da, das war nichts da. Und statt hinzuschmeißen, hatte mich der Ehrgeiz gepackt und dachte, naja, versuch's mal. Damals war 35mm Film, das war der Profifilm, 16mm, da haben wir nur drüber gelacht. Ne? Und es war Lichtton. Dieser Lichtton hatte einen einzigen Vorteil. Lichtton, muss man mal gerade dazwischen sagen, ist, wenn auf dem Film ein Randstreifen ist, wo optische Signale den Ton übertragen. Ja. Und dieses hatte einen einzigen Vorteil. Die Tonfilmkamera kostete damals 300 Mark Miete pro Tag und sie war mehrere Zentner schwer, also konnten wir keine Politiker interviewen. Das verbot sich. Wie haben Sie die Sendung denn dann, von wo haben Sie die Sendung denn dann in die Luft gekriegt? Sie werden sich erinnern, auf dem Heiligen Geistfeld standen zwei Luftschutzbunker. Ein großer und ein kleiner. Und im kleinen, im vierten Stock, das war ausgebaut, ein winziges Studio mit Lichtbeeten. Oben hat man viel mehr geschwitzt als hier. Und wir zogen zur Wochenschau. Erst den zweiten Stock, dann den Keller, wurde ausgebaut, zwei Zimmer, zwei Räume. Und da stand ein Schneidetisch da und ein Schrank für den Mantel und dann war schon Schluss. Und ich suchte mir von der Wochenschau ein paar Streifen heraus und dachte wohlgemut, jetzt fährst du, da machst du einen schönen Text. Ich hatte meine eigene Schreibmaschine mitgenommen, mein eigenes Papier, denn es gab keine Sekretärin, solche Scherze waren noch nicht drin. Und ich fuhr also mit dem... machte meine Texte da und fuhr, klemmte das unter den Arm, bezahlte 20 Pfennig für die U-Bahn von der Heiligen Geiststraße bis rüber zum Bunker. Alles aus meiner Tasche bezahlt. Ne? Ich kriegte 40 Mark pro Sendung. Ein Vierteljahr später wurde es erhöht.
auf 45 Mark. Ist das schon ein Anfangserfolg? Ja, und da dachte ich nun, jetzt geht das los mit Ton. Aber das ging nicht. Wir hatten zwei Magnetophone dort und die waren beide besetzt für die Gedenksendung. Das heißt also, wenn so ein müder Arbeiter nach Hause kam, nehmen wir an, ich hatte 10.000 Zuschauer, es war natürlich keiner da, und der hatte nun Mühe und Not gehabt, den Takt zu vollbringen, Ärger mit dem Chef oder schwere Säcke oder sowas. Und dann schaltet er das Fernsehen ein, da kommt eine Trauernachricht, eine Gedenkminute, Luther vor 400 Jahren gestorben oder sonst irgendwas. Das war schrecklich, ne? Vom Erfinder der Tagesschau. Ja, allmählich haben wir aber gelernt, was zu machen ist. Mein Freund Rudolf Kipp, guter Kameramann, der sagte mir, weißt du, wir haben ja zwei Filmgeber dort, die sind zwar nicht synchronisiert, aber da kannst du in einem 35 mm Lichtton einlegen und im anderen 35 mm das Bild einlegen, ne? Und ich dachte, das ist eine gute Idee, da machst du neutrale Musik dazu und auf der anderen Seite läuft das Bild und da spricht der Kai-Dietrich Voss seine Verse dazu. Nicht? Und dann, wenn das dann kurz vor acht war, da brüllte ich den Gang lang Film ab und da standen zwei tüchtige Leute, die standen an den Filmgebern, die waren noch so mit Kurbeln wie die Leierkästen ausgerüstet und schmissen an. Nicht? Und meistens, wenn ich Glück hatte, waren sie synchron. War der Film drauf? Und bitte, ich habe noch einen Zeugen dort, Herr Hoffmann. Sitzt da im dunklen Anzug, freut sich. Er und ein Kollege, die haben damals die Dinger angeschmissen. Und meistens haben wir Glück gehabt, das war synchron. Ne? Schönen Dank für diese Informationen aus der schweren Anfangszeit von dem Erfinder der Tagesschau zu Ihrem bekanntesten Vertreter, Karl-Heinz Köpke. Macht Sie das nicht manchmal nervös, dass Sie sozusagen Mr. Tagesschau sein sollen, der das alles alleine erfindet, was er da vorliest? Nervös macht es mich nicht, nur ich, wenn ich es ändern könnte, würde ich es ändern, würde ich also alle Namen am Abend bekannt geben, die daran beteiligt waren. Aber wie sollte das sein? Aber es ist vielleicht gelegentlich auch vielleicht die Frage an die anderen Kollegen und Kolleginnen, es ist vielleicht gelegentlich nervig, wenn man was vorlesen muss, was man, wo man anderer Meinung ist oder so? Ach nein, das finde ich nicht, aber es ist eben oft schwer, weil vieles in allerletzter Minute noch geändert wird, oder irgendwelche Korrekturen angebracht werden und es bedarf eben einer äußersten Konzentration, das einigermaßen so über die Bühne zu kriegen, dass die Leute, die zusehen, glauben, ach, das hat er schon lange gehabt. Ja. Also der Ehrgeiz besteht darin, es so zu machen, als gäbe es keine Schwierigkeiten. Ja, so sachlich ist es, ja. Und ruhig zu wirken und sich nicht durch Emotionen stören zu lassen, sondern wirklich sachlich das zu übermitteln. Ja, und das ist eben die Fassade, ne? Ja. Also Sie senden was Fassade. Ist, was hinter der Fassade ist, das ist viel interessanter und viel hektischer. Aber das wollen wir den Zuschauern nicht zeigen. Das wollen wir nicht, können wir den Zuschauern auch gar nicht zeigen. Warum nicht? Man ist auch manchmal anderer Meinung von dem, was man da lesen muss. Man hat auch Emotionen, aber die müssen eben da zurückstehen. Und das, da es eine Teamarbeit ist, da viele Redakteure dafür arbeiten, müssen wir als Mitglied dieses Teams sehen, dass wir diese Sendung so gut, so schön, so sachlich über die Bühne bringen, wie es notwendig ist. Also anders als Herr Markwort meine ich, dass Sie das sehr gut schaffen. Und mein Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen am Nebentisch, die auch hier sind in unserem Studio. Die anderen Sprecher der Tagesschau, wir sind in der Zeit zu kurz, ich wäre sonst an Ihren Tisch noch rübergekommen, mach's aber diesmal nicht und gebe weiter an Peter Schiebi. Meine Damen und Herren, ebenso bekannt wie die Tagesschau-Sprecherinnen und Sprecher sind die Gesichter der ARD-Mannschaft in Bonn. Sie erleben Politik hautnah mit und vor allem brauchen sie bei Politikern eine dicke Haut. Nicht wahr, Ernst-Dieter Luk? Bonn hat da so seine eigenen Reize. Bonn, Regierungsviertel, Schauplätze. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bonn, Regierungsviertel damals. Lang, lang ist's her. 10, 15, 20 Jahre.
Bonn, Regierungsviertel heute, Sicherheitszäune. Drinnen im Heckelzimmer des Kanzleramts das meist fotografierte Sofa der Republik. Fototermin, Kanzler lächeln für Deutschland. So, das war's. Machen wir nochmal Check-in oder brauchen Sie es nicht? Doch. Staatsbesuche in Bonn. Rituale mit militärischem Zeremoniell. Protokoll muss sein. Guten Tag, Soldaten. Guten Tag, Herr Bundeskanzler. NATO-Gipfel, Weltwirtschaftsgipfel, Präsidenten, Premiers, Kanzler und Könige und das obligatorische Gruppenfoto. Ich trinke auf Ihr Wohl, Herr Staatspräsident Mitterrand. Auf das Wohl des französischen Volkes, auf die deutsch-französische Freundschaft und auf ein geeintes Europa. Gesundheit. Parlamentsalltag, ermüdende Debatten, große Redeschlachten, Parteienzwist, Koalitionshader, Regieren und Opponieren. Ja, Kanzler, komm, arbeiten. Ja, mein Kanzler zur Ordnung. Parlamentsalltag, Fraktionssitzungen, Diskussion über Strategien und Beschlüsse. Wartende Journalisten, Jagd nach Informationen und Interviews. Ich will Ihnen mal sagen, ich denke doch nicht daran, nicht? Dazu jetzt hier aus einer Schule oder wie Sie das nennen mögen, zu plaudern. Ich kann mir das gut vorstellen, wie Journalisten oder solche, die mit ihren Apparaten da andere ausfragen, was ein gutes Recht ist, es lohdrehen. Bundespressekonferenz, offiziöse Informationsbörse für das Bonner Pressekorps und Kanzel für den Regierungssprecher. Aber auch beliebter Laufsteg für Spitzenpolitiker. Naja. Übrigens, der Deutsche Bundestag hat bis heute 3703 Gesetze beraten und verabschiedet. Zu viele, meinen manche. Die Tagesschau berichtete darüber. Oh, guten Abend. Jetzt in der Tagesschau ein bisschen Tagesshow. In Frankfurt wurde ein 45-jähriger Steuerfahnder von einem Hund gebissen. Nach einer Spritze und einer Schocktherapie konnte der Hund wieder nach Hause entlassen werden. Willy Schmidt aus Wuppertal, der vorige Woche 3 Millionen Mark im Lotto gewonnen hat und mitteilte, nie mehr in seinem Leben arbeiten zu wollen, hat einen Job gefunden bei der ARD. 30.000 Ostfriesen, die sich die Ostfriesenwitzen nicht länger gefallen lassen wollen, hatten heute eine Demonstration in Bonn vor. Sie wurden zuletzt gesehen in der Nähe von Nürnberg auf der Autobahn Richtung Süden. Bundeskanzler Helmut Kohl enthüllte in einem Wachsmuseum eine Wachsfigur des Bundeskanzlers. Zu einem peinlichen Zwischenfall kam es, als sein Vater nicht den Kanzler, sondern die Wachsfigur nach Bonn zurückfuhr. Immerhin wurde dieser Irrtum schon nach 3 Kabinettssitzungen entdeckt. Liz Taylor will zum 8. Male heiraten. Ihr Zukünftiger überlegt jetzt, ihr statt eines Traurings einen Wanderpokal zu schenken. Jetzt wollten wir Ihnen eigentlich ein Interview mit dem ältesten Mann der Welt zeigen, aber leider ist er verhindert, weil sein Vater erkrankt ist. Stattdessen jetzt ein Kommentar zu dem Thema die Tagesschau als solche. Zu einem Jubiläum werden Lobessprüche erwartet. Erst recht, wenn man in diesen 10.000 Sendungen der Tagesschau von den Redakteuren ziemlich häufig auf den Bildschirm gebracht worden ist. Ziemlich häufig, hat mir die Redaktion gesagt, sei eigentlich noch eine Untertreibung. Dem Erfinder des fernsehfreien Tages, einmal in der Woche in jeder Familie, der mit dieser Erfindung, ich gebe es offen zu, ziemlich gescheitert ist, dem werden die Redakteure und die Zuschauer glauben, dass er das Fernsehmedium auch an diesem Jubiläumstage nicht vergolden mag.
obwohl ich als Politiker den Einfluss gerade der wichtigen Informationssendungen der ARD auf die Meinungsbildung vieler Bürgerinnen und Bürger recht hoch veranschlagen möchte. Wenn ich also etwas sagen soll, was zu einer Jubiläumsfeier passt, dann ist es zweierlei. Natürlich hat mir auch die Tagesschau, haben mir die Redakteure und die Techniker, vor allem auch die Kameraleute, immer geholfen, Politik verständlich zu machen. Für meine Argumente zu werben, gerade in kritischen Zeiten, wenn die Menschen am Bildschirm von einem Bundeskanzler nicht Sprüche erwarten, sondern klare Auskünfte. Dafür möchte ich erstens allen an diesen Sendungen Beteiligten und Verantwortlichen danken. Aber zweitens einem überzeugten Zeitungsleser wie mir, der seinen eigenen Fernsehkonsum ziemlich knapp hält, dem wird es erlaubt sein, den Machern der Tagesschau, oder hören Sie das Wort nicht gern, auch ein Kompliment zu machen. Ein Kompliment für den in aller Regel nüchtern sachlichen Stil ihrer Sendung, auch für das Gleichgewicht. Übrigens schätze ich dieses Wort sehr viel mehr als das andere Wort Ausgewogenheit, für das Gleichgewicht, das die Redaktion zwischen den verschiedenen politischen Meinungen gehalten hat. Das ist keine leichte Sache mit dem Gleichgewicht, weder im Journalismus noch in der Politik. Sie haben während der 10.000 Tagesschau-Sendung allerhand Schelte und Prügel bezogen, mal von den einen, mal von den anderen. Aber Sie haben es überlebt. Bleiben Sie bei Ihrem Leisten und erhalten Sie sich Ihr eigenes kritisches Urteil. Und glauben Sie mir, dass ich gar nicht traurig darüber bin, dass ich nicht mehr zu Ihren Hauptdarstellern gehöre. Das war der Kommentar. Das war der Kommentar. Er kam heute aus einem Reihenhaus in Hamburg-Langenhorn. Es sprach Helmut Schmidt. Und das war eine ausgewogen gleichgewichtige Absage. Da aber unser Kommentator, meine Damen und Herren, nach eigenem Eingeständnis nicht mehr zu den Hauptdarstellern zählen will, können wir ihn ruhig als Altkanzler bezeichnen. Und zum Altkanzler passt am besten eine Alt-Tagesschau à la 1776. Zugleich ein Beitrag zur ständigen Diskussion um neue Formen der Nachrichtengebung. Hier sind die assoziierten deutschen Fernsehkompanien. Sie hören aus Hamburg die Nouvelle du Jour, anschließend aus Frankfurt die Wetterkarte. Guten Abend, Monsieur Dame. Aus Amerika wird vermeldet, der Streit der amerikanischen Kolonisten mit dem englischen Mutterlande beansprucht noch immer unser lebhaftestes Interesse. Nachdem am 4. Juli eben dieses 1776. Jahres der Kongress zu Philadelphia den von Thomas Jefferson abgefassten Entschluss verkündet hat, dass die Vereinigten Kolonien freie und unabhängige Kolonien seien, hat sich General Washington an die Spitze der Rebellen gesetzt und mit wechselndem Kriegsglück seine Freiheit und Menschenrechte zu verteidigen versucht. Aus Senegal in Afrika sind zu London Nachrichten eingegangen, dass die Sklavenhandlung dort abnehme und dass es das Ansehen hätte, als würden diese Völker auch einst das Joch abwerfen, um frei, so wie sie Gott erschaffen, leben zu können. In einer kleinen Residenzstadt am Mittelrhein ist heute auf Einladung des kurfürstlichen Hofes eine Kommission regierender Potentaten des dunklen Erdteiles eingetroffen, deren Länder Hilfe für ihre zukünftige Entwicklung anstreben. Die fremdländischen Gäste, von Beamten des Hofes geführt, besichtigten heute dort selbst Kulturinstitute, öffentliche Gebäude und andere Häuser von besonderem Interesse. Aus der königlichen Residenzstadt München wird ein neuerlicher Unfall vermeldet. Vor dem Schwabinger Tore wurde die Kutsche des preußischen Sondergesandten zugleich von einem Heuwagen und einem Fuhrwerke mit bayerischen Biertonnen derart gerammet, dass der Herr Gesandte eine Beinverstauchung, sein Lakai Arm- und Beinblessuren davontrugen. Alle Bayern blieben unversehrt. Die 204. Ziehung der königlich-preußischen Zahlenlotterie brachte die Nummern 75,
83, 60, 68, 44. Numero supplementaire 41. Diese Mitteilung erfolget ohne Gewähr. Zur Wetterkarte schalten wir um nach Frankfurt. Über Europens Landen liegt derzeit ein stetiger Wechsel von Hoch und Tief. Es wird daher einesteils manchen Ortes warm und recht angenehm, anderenteils gleichen Ortes kalt und wenig agreabel sein. Das Barometer schwanket heftig. Es steht im mittleren Werte auf 28 Zoll zwei Linien. Für Promenaden jedenfalls ist die Mitnahme von wasserdichten Galoschen und Paraplüs angezeigt. Vorhersage für morgen, es kann auch ganz anders kommen. Wir schalten zurück nach Hamburg. Hummel, Hummel! Moos, Moos! Eins, zwei, drei, vier Tagesschauen, fünf, sechs, sieben, acht Tagesschauen, 325 Tagesschauen, 3446 Tagesschauen, 10.000 Tagesschauen. Und in 105 Minuten kommt schon wieder eine Tagesschau. Mm-hmm.